Als eine Drohne über eine Wiesenlandschaft flog, sah der Pilot über die Kamera eine Kuhherde idyllisch auf der Weide grasen. Plötzlich fiel ihm auf, dass eine Kuh etwas Komisches im Gesicht hatte, und er flog seine Drohne näher heran. Als er dann erkennen konnte, um was es sich handelt, startete er sofort eine Rettungsaktion, um die Kuh vor dem Tod zu bewahren. Drohnentechnologie ist heutzutage mehr zugänglich denn je und wird in vielerlei Hinsicht eingesetzt. Von speziellen Polizeieinsätzen, die damit nach vermissten Personen suchen, bis zum alltäglichen Gebrauch zur Fotografie ist alles dabei. Eine Drohne erlaubt einem Fotografen beispielsweise Landschaften aus einer Perspektive aufzunehmen, was vom Boden aus nicht möglich ist. Dabei entstehen einzigartige Bilder, wie man sie teilweise noch nie zuvor gesehen hat. So ein Foto wollte auch ein Drohnenpilot an einem sonnigen Julitag machen. Der Pilot ist Dave und ein leidenschaftlicher Fotograf und Tierfreund. Auf einer Farm in Millbrook, Ontario, sah er eine Möglichkeit, seine beiden Interessen zu verbinden. Er hatte die Farm schon öfters besucht und festgestellt, wie schön die Landschaft und auch die Tiere dort sind. Er wollte die riesigen Kuhweiden, die sogar Seen und Teiche beherbergen, nun endlich fotografisch festhalten. Er kletterte auf einen kleinen Berg neben dem Farmhaus und steuerte von dort seine Drohne und beobachtete auf dem Display, was diese filmt. Und zu seinem Glück zeigten sich die Kühe und andere Farmtiere überhaupt nicht beeinträchtigt von seiner Drohne. Ganz im Gegenteil, sie waren sogar neugierig und versuchten sich die Drohne näher anzusehen. Das machte es ihm deutlich leichter, die Herde genauer zu beobachten und seine Drohne näher heranzufliegen. Aber eine Sache fiel ihm immer wieder ins Auge. Eine der Kühe hatte etwas Seltsames auf ihrer Nase, was Dave beunruhigte. Erst wollte er es ignorieren, aber er konnte nicht. Er versuchte, seine Drohne noch näher heranzufliegen, und nach ein paar Versuchen gelang ihm das auch. Auf dem Display sah er etwas auf der Nase der Kuh, was zunächst aussah wie ein Büschel Haare. Als er genauer hinsah, erkannte er, was es wirklich war. Es handelte sich um Stacheln eines Stachelschweins. Es waren bestimmt an die 50 Stacheln. Die Stacheln haben kleine Widerhaken, die es unmöglich machen, dass die Kuh sie aus eigener Kraft entfernen kann. Die Stacheln würden einwachsen und könnten wichtige Blutgefäße oder Organe treffen. Außerdem könnte es zu einer bedrohlichen Infektion kommen. Aber wie hat sich die Kuh überhaupt so eine Verletzung zugezogen? Das hängt wahrscheinlich mit ihrer neugierigen Art zusammen. Während die Kuh aber so neugierig war, war das Stachelschwein scheu und in Abwehrhaltung. Dabei stellen sie ihre Stacheln in alle Richtungen auf, sodass potenzielle Bedrohung gestochen wird. Das ist wohl bei der armen Kuh auch passiert. Dave wurde schnell klar, dass die Kuh Hilfe braucht. Auf der Ohrmarke stand, dass die Kuh Linda heißt. Mit diesen Informationen lief er zum Farmhaus und sagte dem Bauern Bescheid. Der Bauer eilte sofort los, um Linda aus der Herde zu holen. Als sie dann im Stall war, wurde die Stelle lokal betäubt und er konnte die Stacheln entfernen. Danach bekam die Kuh noch einige Medikamente und eine Portion ihres Lieblingsfutters, um sie über ihre Strapazen hinweg zu trösten. Danach wurde sie zur Herde zurückgebracht. Dave kam gerade rechtzeitig zur Rettung der Kuh. Am nächsten Tag sah er sie fröhlich mit ihren Kälbern auf der Weide grasen, und das alles dank der Drohne. Das war's auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen blauen Daumen nach oben da. Und außerdem kannst du dir noch gerne ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.